Howdy Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Splatoon 2, dem Story Mode. Und heute geht es ab ins zweite Level. Wir müssen den zweiten Elektrowels, ja, retten, so gesehen, um Limone ein wenig zu helfen und auch Inkopolis zu helfen. Also, wir reden mal kurz mit ihr. Ich muss echt sagen, du und Nummer 3, ihr habt beide sehr hübsche Augen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Limone. Das hilft uns auf jeden Fall richtig weiter, aber es geht direkt ins zweite Level hinein. Willkommen in Octopia. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon ein bisschen bedrohlich an. Vielleicht sind wir jetzt in deren Geheimbase oder sowas. Oder vielleicht auch nicht. Aber jetzt haben wir hier so ein kleines Strandlevel. Und was sind das denn für komische Roboter gerade gewesen? Färbe die Wand ein und schwimme dann als ZL-Tintenfisch an ihr hoch. Das werden wir auf jeden Fall machen. Erstmal holen wir aber hier diesen komischen, was war das? Ballonfisch. Den haben wir erstmal abgeschossen, damit hier alles auch grün wird. Im letzten Part hatten wir, glaube ich, türkise Tinte und heute haben wir grüne. Finde ich cool, dass sie ein bisschen hier am Verändern sind. Und insgesamt mag ich irgendwie den Story-Mode. Er ist jetzt nicht absolut, ja, neu oder sowas bisher, aber er macht mir auf jeden Fall schon Spaß. Und ich habe ja auch den ersten Teil nicht gespielt und weiß deswegen auch nicht so vieles. Deswegen judge mich immer noch nicht bitte in den Kommentaren, wenn ich irgendwas absolut falsch mache. Da bin ich halt noch ein richtiger Amateur. Und ich habe auch, glaube ich, im letzten Part etwas vergessen. Also ihr müsst wissen, ich habe den Part noch nicht hochgeladen, wenn ihr das Video seht. Ich habe noch nicht irgendwie auf die Kommentare geguckt oder sowas. Geht ja nicht, wenn das Video noch nicht online ist. Aber ich hoffe, ihr versteht das und könnt es nachvollziehen, dass ich jetzt leider noch nicht weiß, was ihr so, ja, geschrieben habt und wie ihr den ersten Part fandet, was ich besser machen soll oder sowas. Aber das werde ich auf jeden Fall nach diesem Part machen und dann werdet ihr im dritten Part so vielleicht ein wenig meine Meinung, meine Einschätzung zu euren Kommentaren erfahren, wenn ihr überhaupt was geschrieben habt. Ich weiß es natürlich nicht. Feind voraus, pass auf dich auf. Okay, wo ist denn einer? Okay, da sind wieder diese Roboter, die erinnern mich so an diese Mac Coopers, also von Bowser Jr., die ja zum Beispiel in Super Mario, nicht Super Mario, Super Smash hat. Das ist so eine eigene Attacke. Die kennt ihr sehr wahrscheinlich auch. Ich hoffe es mal, sonst bin ich natürlich hier wieder der Einzige, der weiß, wovon ich spreche. Das wäre auf jeden Fall nicht so cool. Aber wir holen uns jetzt erstmal diese, was ist das? Ich glaube, das war wieder so eine Sardellendose oder sowas. Ich hoffe, wir verpassen in diesem Part nicht das eine Item, dieses eine Sammel-Item. Aber das werde ich dann irgendwann nochmal offscreen holen, wenn das überhaupt geht, aber ich denke, das geht. Octo-Rekruten auf dem Gitter dort gesichtet. Okay, ich habe sie auch schon gesehen und sie haben mich auch leider gesehen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, jetzt wird erstmal dieser grüne Klotz hier eingefärbt, damit wir auch hier ganz normal rüberkommen. Ich glaube, man könnte das auch so schaffen. Und insgesamt, ja, benutze ich jetzt noch nicht so die fettesten Abkürzungen einfach, weil ich mich erstmal in das Spiel hier einfinden muss und das natürlich gerade noch das Tutorial ist. Ich glaube, mit der Story geht es später noch ein bisschen härter zur Sache. So, da haben wir diesen einen Koffer. Oder was das auch immer darstellen soll. Und hier sind die Octarianer. Aber ich wollte gerade hier durch, aber das wäre, glaube ich, nicht so schlau gewesen. So, jetzt haben wir aber beide und da drüben geht es weiter. Also, da oben ist auch noch einer oder zwei. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Gibt es hier unten noch was? Es sieht so aus. Da werde ich mich erstmal hinbegeben. Vielleicht ist hier ja irgendein Goodie. Ja, da haben wir auch zum ersten Mal die Schriftrolle. Also, die hatte ich im ersten Part ja leider noch nicht bekommen. Oder, ja, vergessen zu holen. Wie auch immer. Also, ich habe es auf jeden Fall übersehen. Tut mir auf jeden Fall leid. Und im nächsten Part werde ich auch wieder in der Welt alles holen. Wie auch in dieser Welt. Wenn ich es nicht übersehen sollte. Also, seid mir bitte nicht böse oder schreibt mir hier vielleicht einen Tipp rein, wenn ihr schon weiter seid in dem Spiel, wo sich das Teil befinden sollte, aber nicht irgendwie spoilern. So, ja, im nächsten Level kommt der und der Boss oder sowas. Ihr könnt natürlich sagen, ich freue mich so auf den nächsten Part. Das könnt ihr vielleicht schreiben, das wäre richtig cool. Aber so eine Spoiler möchte ich nicht so gerne, weil ich halt
auch hier blind an das ganze Spiel natürlich rangehe. Wäre auch komisch, wenn ich hier nicht blind rangehen würde. Weil das Spiel ist halt erst seit heute raus. Also ich nehme das natürlich noch am Freitag auf. Ihr werdet das wahrscheinlich ein bisschen später sehen. Aber ja, wie gesagt, bitte nicht spoilern. Dann wäre ich euch ziemlich verbunden. So, hier gibt es höchstwahrscheinlich nichts mehr. Deswegen machen wir einfach weiter. Vielleicht werde ich auch mal ein paar Themen immer so in die Parts mit einbauen. Ich weiß, ich habe eigentlich ein eigenes Themenformat. Das ist der Tintenkiller, der putzt Tinte weg und nervt. Das stimmt. Habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Aber alles wird er eh nicht wegputzen können. Da ist er zu langsam oder wir sind zu schnell. Und wie gesagt, ich werde vielleicht manchmal ein paar Themen vorbereiten oder sowas, wenn der Part jetzt nicht zu storylastig ist oder sowas, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber jetzt gerade ist das ja ziemlich interessant. Also meiner Meinung nach. Könnt natürlich eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Ach so, das ist... Ah, okay. Das ist, glaube ich... Man kriegt die Barriere, glaube ich, wenn man getroffen wird, ne? Also wenn man so gut wie tot ist, oder? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es bitte in die Kommentare. Also, wie gesagt, ich habe immer noch absolut keinen Plan. Ich sollte mich vielleicht bei anderen YouTubern informieren, aber... Ja, ich mag es einfach auch gerne mal, wenn so ein YouTuber zum Beispiel keine Ahnung oder nicht den größten Plan von so einem Spiel hat und dann einfach so ein bisschen auf, ja, nicht auf Glatteis oder sowas kommt, sondern einfach keine Ahnung hat. Wisst ihr es? Also es ist ja komplett blind. Vor allem ist es komplett blind, weil ich ja auch nicht den ersten Teil gespielt habe. Und hier müsste es doch irgendwas geben. Ja, okay, hier gibt es diesen komischen... Ja, diesen komischen Schraubenfisch oder wie man das auch immer nennen mag. Deswegen haben wir jetzt auch alles. Und ich würde sagen, ich hole mir gleich die nächsten Teile dann auch im ersten Level. Einfach aus dem Grund, dass es schon ein bisschen peinlich ist, dass ich im ersten Level nicht direkt alles gesammelt habe. Aber bisher sind es auch noch nicht so heftige Verstecke, aber es ist eigentlich schon ziemlich peinlich, dass ich es nicht geschafft habe. Die, ja, ganzen Goodies in dem ersten Level zu holen. Das erste Level, da sollte man eigentlich schon immer alles mitnehmen. Aber, ja, ist jetzt hoffentlich für euch nicht so schlimm. Achso, ich habe ja auch noch eine Special-Attacke. Könnten wir auch mal einsetzen. Wir haben natürlich auch beide direkt getroffen. Aber da kommen auch ein paar mehr. Also, hier ist so ein bisschen Dynasty Warriors angesagt. Wie wäre es eigentlich, Leute, wenn es ein Splatoon Dynasty Warriors geben würde? Ich glaube, das wäre nicht so cool. Ich glaube, das passt nicht so. Aber kann ja immer alles kommen. Also wie gesagt, Fire Emblem Dynasty Warriors gibt es ja jetzt schon. Ein Zelda Dynasty Warriors. Und vielleicht irgendwann noch was anderes. Also es gibt ja ziemlich viele. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr so ein Dynasty Warriors Fan seid. Also ich bin's absolut nicht. Ich finde die Spiele ganz nett so, aber so ein richtiger Fan und so jemand, der auf Langzeit damit beschäftigt sein kann, bin ich nicht. Auch nicht zum Beispiel mit Hyrule Warriors, war ich habe das Spiel halt nicht selbst gespielt. Und ich konnte mich auch dafür nicht begeistern. Insgesamt habe ich ja ziemlich wenige Wii U Spiele. Deswegen ist die Switch schon so ein bisschen für mich gemacht, würde ich fast sagen. Weil einfach, ja, auf der Switch sind schon so ein paar Spiele rausgekommen, die ich mir geholt habe. Und in dem Zeitraum gab es irgendwie keine Wii U Spiele für mich, die ich mir damals geholt habe. Oh, den habe ich gar nicht mal so gut geworfen. Den habe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, okay, da haben wir ihn getroffen. Und wie gesagt, das ist der letzte Checkpoint. Deswegen könnte es gut sein, dass hier gleich das Sprungteil ist. Nur noch ein Stückchen. Hä, wo geht's denn lang? Bin ich gerade falsch? Oder geht's hier irgendwie rund? Ah, nee, da oben. Okay. Man sollte vielleicht auch mal manchmal den Blick gen Horizont ja, werfen. So, sind hier noch irgendwelche? Okay, ja, da. Okay, okay. Werden die auch kleiner? Glaube nicht. Wo sind denn... Wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch, Leute? Das Anspritzen kann man ja nicht. Ich bin gerade ein wenig verzweifelt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Achso, man kommt hier einfach so hin. Achso, ich wusste nicht, dass das grün eingefärbt war. Und da haben wir auch den Elektro...
Wels, Elektro-Wels. Und 8 Minuten haben wir nur gebraucht. Deswegen, ja, wird es heute mal noch ein Level geben, was ich dranhänge. Und dann haben wir auch schon alle 3 Level. Die Musikwelt spricht noch immer von jener legendären Underground-Show vor 2 Jahren. Für alle, die DJ Octario als Vorgruppe und die Sea Sirens als Main Act erleben durften, war die Welt danach nicht mehr dieselbe. Okay, hier gibt es auch verschiedene Geschichten. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle vorlesen werde oder sowas. Oder in einem Extra-Part mache, um für die Leute ja ein Video zu machen. Oder das zu machen. Was war jetzt gerade mit dem Heldenanzug? Das habe ich jetzt leider nicht so mitbekommen. Achso, Elektrowelse waren das. Habe ich Elektrowahl gesagt? Ich meine Elektrowelse. Und für die Leute, die die Story hören wollen, oder die Geschichte, für die mache ich dann noch die Parts. Die werden dann so, keine Ahnung, ein paar Minuten gehen. Und für die Leute, die das nicht hören wollen, werde ich das natürlich nicht machen. Ich kann mir das auch anders noch überlegen, ob ich das gar nicht mache. Aber wir werden einfach mal schauen, Leute. Wir werden einfach mal schauen und... Weiter geht's im letzten Level, denke ich mal. Ich glaube, das ist auch das da hinten. Mir ist jetzt erst gerade aufgefallen, dass diese komischen Berge auch so wie Tentakel, wie Tentakel aussehen. Octocopter im Abendrot. Okay, wie auch in den ersten und zweiten Level gibt es hier wieder 2 Goodies. Also einmal die Schriftrolle und diesen einen Fischschlüssel. Müssen wir das jetzt irgendwie anfärben, damit wir da rüberkommen, oder wie ist das? Nee, okay, also wir müssen da uns nur reinbewegen, dann geht das auch direkt, dass wir da hochkommen. Okay, hier gibt es also wieder ein neues Element, das wahrscheinlich auch häufiger genutzt wird. Wir werden sehen, wir werden sehen. Springe mit B über niedrige Hindernisse. Los, los, los. Das werden wir auf jeden Fall machen, Limone. Danke für den Tipp. Aber wie gesagt, das meiste kennen wir ja schon. Und heute, in diesem Level, sind wir mal mit der gelben Tinte unterwegs. Mit der gelben Farbtinte. Die Musik hört sich schon anders an. Irgendwie hört sie sich ein bisschen an wie die Musik aus Street Fighter. Ich weiß nicht warum. Wie empfindet ihr das? Mögt ihr die Musik in Splatoon 2 bzw. ganz Splatoon? Ich finde sie ja manchmal ein bisschen nervig. Aber auf jeden Fall fand ich das bei der, nicht bei der Global Test Fire, sondern bei dem Splatfest Eis gegen Kuchen, beziehungsweise Eis versus Cake. Und da fand ich das ein wenig nervig, aber ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich mag die Sprache ja schon, also sie ist nicht so schlecht, diese erfundene Sprache von den... Inkling und von den Octarianern finde ich in Ordnung, aber auf Dauer mag ich sie nicht so gerne. Also, jeder kann natürlich eine eigene Meinung haben und das ist natürlich meine. Schnauf hinter der Ecke, was? Wahrscheinlich soll ich erstmal ein wenig verschnaufen oder anderes, aber diese Copter, Octocopter sind gar nicht mal so schwer zu besiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bisher noch. So, vielleicht gibt es hier jetzt noch was. Ich möchte hier nicht durchrushen. Vielleicht hier? Sieht so verdächtig aus. Nee, okay, das ist nur einer von den Sardellendosen oder wie die heißen. Ich habe halt auch nicht so den Plan, wie die heißen. Wenn du mit B weiterspringen willst, hol L Tintenwisch in der Tinte Schwung. Okay. Also, man soll ein bisschen schwungeln und dann. Okay. Okay, okay, okay. Alles gut. Danke für den Tipp mal wieder, Limone. Das sind eigentlich gar nicht mal so die schlechten Tipps. Vor allem für Anfänger. So. Das haben wir jetzt zum Glück auch geschafft. Wie gesagt, ich würde nicht so gerne was verpassen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. So, deswegen begeben wir uns einfach mal hier zu diesem nächsten Turbo-Starter oder wie das Teil hier heißen mag. Hier so eine Wirbelbürste. Halte ich lieber fern von denen. Die werden uns wahrscheinlich ruckzuck einfach hier runterwerfen. Deswegen sollten wir, da einfach mal vorbei. Oh, das war ganz schön knapp. Ganz im Ernst, lass dich nicht treffen. Pass genau auf, wie weit du dich vorwagst. Okay, erstmal den Octocopter holen. Dann können wir auch direkt weitermachen. So, einfach hier rüber und dann gibt es hier vielleicht noch eins von den beiden Goodies. Das wäre ganz cool. Da drüben vielleicht. Ach, Leute, ich weiß halt auch nicht, wo die ganzen richtigen Verstecke davon sind. Deswegen
Schreibt's vielleicht mal in die Kommentare, wenn ich's vergessen habe. Und dann sagt ihr einfach, ja, da und da ist das Versteck. Holt's mal bitte noch offscreen. Und dann mache ich das natürlich. Ich denke mal, dass die meisten auch schon weiter sein werden, als ich jetzt gerade bin. Aber das stört mich ja natürlich nicht. Ist ja auch ein Let's Play, das ist ja klar, dass ich dann noch nicht ganz so weit bin. Es dauert natürlich, um ein Video hochzuladen, zu rendern. Das dauert natürlich alles. Und da haben wir das Teil. Wie kommen wir da jetzt ran? Das ist jetzt die Frage. Ach so, von drüben. Okay, von drüben kommen wir da ran. Deswegen hätten wir es auch von hier holen können. Da haben wir den nächsten Checkpoint, Leute. Und hier muss ich auch ein wenig Anschwung nehmen, glaube ich. Octocopter gesichtet. Die sind eigentlich irgendwie nicht so schwer zu besiegen, meiner Meinung nach. Die sind noch leichter als die Inklinge, sag ich schon, Octorianer, die normalen. Und ja, die sind irgendwie nicht ganz so schwer. So, jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich das hier mal alles einfärben sollte oder nicht. So, jetzt bleibt doch mal stehen, du nervst ein bisschen. So, jetzt haben wir ihn. Und ich werde das jetzt erstmal alles ein bisschen ansprühen, aber vielleicht müssen wir hier mit ein bisschen... Ah, okay, wir haben es geschafft. Ich dachte, wir müssen hier jetzt mit fetten Anlauf rüber. Ich gehe mal lieber den sicheren Weg, der gar nicht mal so sicher war, weil ich mich treffen lassen habe. Aber besser als, glaube ich, runterzufallen. Ich weiß nicht, ob man da auch Leben verliert oder sowas. Aber das wird sich hoffentlich noch im Laufe der nächsten Parts ändern. Dann weiß ich das vielleicht mal. Und dann werden wir auch nicht mehr so die Probleme haben. Also wir haben jetzt 17 Minuten. Der Part wird halt ein bisschen länger gehen. Aber das ist hoffentlich nicht so schlimm für euch. Der letzte Part war, glaube ich, auch ein bisschen kürzer. Also hoffentlich verkraftet ihr das. Timing ist alles. Das stimmt. Vor allem in diesem Spiel. Jetzt nicht im Online-Modus. Da ist natürlich Skill gefragt und alles. Aber auf jeden Fall in diesem Modus, in den Story-Mode. Ja, das war mal richtig elegant. Das stimmt. Da hat sie mal wieder vollkommen recht, liebe Limone. Limone, Limone. So. Das müssen wir ja auch echt schnell machen. So, aber da muss ich jetzt erstmal warten. Ich warte noch bis zur nächsten Ladung. Also zu dem nächsten rausgeschossenen. Und dann... Du kommst die Wände schneller hoch, wenn du beim Schwimmen mehrfach B drückst. Ach so, okay. Das ist auch ein guter Tipp. Schön geklettert. Dankeschön. So, gibt es hier noch irgendwas? Da oben ist noch die eine Page. Zum Glück habe ich mich noch umgeguckt, sonst hätten wir die verpasst. Aber alles im grünen Bereich, Leute. Und da haben wir auch die Page. So, das erinnert mich so ein bisschen an... Ja, wo waren das noch? Ich glaube bei... wie hießen das noch? Yooka-Laylee. Da gab es, glaube ich, auch diese Pages, ne? Irgendwie so. Also ich habe es nie gespielt, aber... Ich gucke ja halt häufiger von irgendwelchen Spielen, die ich nicht so gerne selbst spielen möchte oder gerne mal irgendwo zuschaue. Da gucke ich gerne auch mal Let's Plays. Also ich bin jetzt nicht einer, der gar keine Let's Plays guckt. Aber ich bin auch keiner, der immer Let's Plays halt guckt. Mach ihn mit R bereit und löse ihn dann mit ZR aus. Okay. Oh, oh. Feuer, 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 Feuer. Okay, das ist diese eine Attacke, aber... Oh, jetzt habe ich die schlecht genutzt, weil ich... gerade die Tasten vertauscht habe. Da war ein bisschen, ja, ein bisschen Aufregung mit dabei. Wahrscheinlich deswegen. So. Aber wir haben mal wieder diese Dellendoge und auch beide Goodies. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier direkt weiter und können auch ohne Probleme jetzt eigentlich das Level schon beenden. Jetzt nervt dieser hier, dieser Octarianer, der hier rumfliegt. So, ich möchte gerne seinen Ballon hier mal kaputt machen. Der nervt halt echt übel krass. Übel krass, übel. So, aber wir haben alles. Beeindruckend. Waren das alle Gegner? Ich bin der Meinung, ja. Und hier jetzt ab noch durch diesen Schrimpsring oder wie die heißt. Ich glaube, das ist kein Schrimps. Das sind hundertprozentig Zwiebelringe. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Sonst wären das ja schon so ein bisschen die Kannibalen. Aber man weiß ja nie. Es gibt, glaube ich, auch in diesem Spiel so ein... Ich weiß das nicht. Ist das eine Hummer oder sowas? Oh ja, genau. Jetzt habe ich das die anderen nicht mitgenommen, weil ich ein bisschen zu weit links war. Auf jeden Fall dieser. Ist das jetzt? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das ein Hummer ist. Weißt du noch, worauf es ankommt? Genau, auf den auf das Timing, glaube ich, war das jetzt. Und der verkauft, glaube ich, auch irgendwie Hummer oder irgendwie sowas. So.
alles geschafft, Leute. Und da sind wir beim Elektrowels. Und damit beende ich auch diesen Part. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Bis dann, lasst ein Like da, ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt alle 3 Elektrowelse. Zwar noch nicht alle Items, aber die werde ich noch holen. Bis zum nächsten Mal.